Da ich neulich mal ein Video gemacht habe zum Thema Entlöten, ihr das alle mega fleißig angeschaut habt und deswegen jetzt wirklich die Experten und Oberpros zum Thema Entlöten seid, schauen wir uns heute mal ein Video an. Und zwar behandeln wir heute mal die größten Fehler, die man macht beim Löten. Was für Fehler man mit einem Lötkolben machen kann, was für Fehler man mit einem Lötdraht machen kann. Und ihr schreibt es da mal am Ende in die Kommentare rein, ob ihr wirklich alles genau gewusst habt, was ich da so von mir gebe. Oder ob ein paar coole Tipps dabei waren, wo ihr sagt, das habe ich noch nicht gewusst. Also legen wir direkt los. Bevor wir jetzt aber erstmal einen Draht löten können, müssen wir eine Temperatur beim Lötkolben einstellen. Ich kriege relativ oft die Fragen oder habe das oft schon mitgekriegt, dass die Leute nicht wissen, was für eine Temperatur einstellen. So ein Standard-Lötzinn. Und heutzutage verwenden wir bitte ausschließlich nur noch bleifreies Lötzinn. Das mit bleifreier hält nicht so gut und keine Ahnung was, die Zeiten sind rum, also die Ausrede braucht man keiner mehr geben. Bleifreies Lötzinn ist Stand der Technik und bleifreies Lötzinn hat einfach eine höhere Schmelztemperatur wie verbleites Lot. Wenn da Blei drin ist, weiß man ja, Bleigießen, Silvester, das schmilzt relativ schnell und wenn man jetzt reines Zinn hat oder ein bisschen Zinn mit ein bisschen Legierung dran, dann schmilzt es einfach höher und so ein Standard bleifreies Lötzinn hat eine Schmelztemperatur von ungefähr 230 Grad. 220 bis 230 Grad. So um den Dreh rum sind die alle durch die Bank. Bisschen mehr, bisschen weniger, je nachdem, was reinmischen. Und jetzt sieht es so aus, dass man natürlich sagen kann, jetzt stelle ich den Lötkolben auf 230 Grad, weil der Schmelzpunkt bei 230 Grad, das reicht ja. Wie das geht, das kann man hier jetzt gut erkennen. Ich stelle das Ganze jetzt auf 230 Grad und wie man jetzt sehen kann, an der Spitze, das sieht man ja relativ schnell, also auch wenn ich den jetzt 10 Minuten heizen lasse, die Spitze wird nicht so warm, als dass die Oberfläche der Spitze wirklich die 230 Grad hat, denn man hat ja drumherum kühle Luft und diese Lötspitze wird am Rand niemals die 230 haben und selbst wenn es die hat, gehe ich mit dem Lötzinn auf die Spitze und in dem Moment kühlt die schon wieder ab. Ich habe null Hitzereserven und deswegen muss man einfach nicht direkt auf die Temperatur gehen, wie das Lötzinn hat, sondern ich bevorzuge als Löttemperatur für alles, was ich so mache, 350 Grad. Da ist man auf der sicheren Seite. Das stellen wir jetzt einfach mal am Lötkolben ein. Und wenn wir jetzt auf 350 Grad aufgeheizt haben, sehen wir eigentlich sofort an der Lötspitze, die ist total schön silbern. Die glänzt jetzt deutlich schöner wie vorher. Man sieht also eindeutig, das Lötzinn ist schon mal geschmolzen. Und wenn man jetzt mit dem Lötzinn auf die Lötspitze fährt, dann schmilzt das Ganze total problemfrei. Was man jetzt allerdings bedenken muss, weil man sagt ja immer, viel hilft viel, man soll natürlich das Ganze nicht übertreiben. Wenn man den Lötkolben jetzt zum Beispiel auf 450 Grad hochheizen würde, dann kriegt man wieder andere Probleme. Dann lötet das Ding mega gut, also wirklich super. Das Lötzinn schmilzt wie Butter, aber es gibt weitere Probleme. Nämlich hat man im Lötzinn drin Flussmittel. Das ist das Zeug, was hier so dampft und auch so nicht sonderlich gut riecht, wenn man lötet. Und dieses Flussmittel setzt natürlich beim Verdampfen irgendwelche giftigen Stoffe frei. Jetzt setzt es natürlich bei 350 Grad ein paar giftige Stoffe frei und desto heißer der Lötkolben wird, also wenn ich das Ganze jetzt mit 450 Grad betanke, dann setzt es natürlich mehr giftige Stoffe frei. Also desto höher die Temperatur, desto mehr giftige Stoffe vom Flussmittel im Lötzinn wird freigesetzt. Und zusätzlich noch, desto heißer die Temperatur ist, desto schneller gehen uns hier vorne die Spitzen kaputt. Denn der Tod für diese Spitzen ist Oxidation. Also einmal hat man diesen Verschleiß durchs Lötzinn, durch die Bauteile, wenn man es draufhält. Zum anderen einfach diese Oxidation, die entsteht. Und desto höher die Temperatur ist, desto schneller oxidiert diese Spitze. Jetzt geht es einfach grundsätzlich mal um die Thema Lötspitze selber. Wie dick muss die sein? Brauche ich, wenn ich was Kleines löten will, brauche ich eine ganz, ganz kleine Lötspitze und so weiter. Und es gibt da ja Portfolio von bis alles. Nun ist immer ein Gerücht, was viele sagen, hey, wenn ich was Kleines löten will, dann brauche ich auch eine kleine Lötspitze. Und das ist leider oftmals falsch, denn ich muss irgendwie versuchen, oder der Lötkolben muss es irgendwie schaffen, die Wärme von der Lötspitze einmal auf das Lötzinn zu kriegen, dass das schmilzt. Zum anderen muss er aber schaffen, einmal das Bauteil und zum anderen auch die Platine zu erwärmen. Diese Wärme auf das, was ich löten will, übertragen zu können. Und wenn ich jetzt so eine ganz pipi kleine Lötspitze habe und ich habe hier irgendwo so ein riesen Bauteil und ich fahre jetzt mit dieser kleinen Lötspitze auf das Bauteil, dann habe ich so einen kleinen Punkt, wo die Wärme dann sich überträgt aufs Bauteil. Und dann kann das natürlich nicht funktionieren. Wenn ich jetzt aber eine schöne breite Lötspitze habe, eine Meißelform, und ich drücke die schön breit mit der kompletten Linie auf das große Bauteil, habe natürlich viel mehr Fläche, wo die Wärme übertragen werden kann und somit
wird es einfach schneller warm und man kann deutlich besser löten. Nachdem wir uns jetzt die Lötspitze überlegt haben, müssen wir uns natürlich auch überlegen, was für ein Lötdraht brauchen wir. Wie ich schon gesagt habe, Lötdraht hat ein paar Eigenschaften. Wir nehmen bleifreies Lot mittlerweile. In dem Lötdraht innen drin, in der Mitte, befindet sich Flussmittel. Und dieses Flussmittel sorgt einfach dafür, dass das Lötzinn perfekt über das Kupfer, das ich löten will, fließt. Flussmittel, Lötzinn fließt perfekt drüber und somit habe ich eine schöne, tolle Lötstelle. Ich muss mir jetzt allerdings anschauen, was ich eigentlich löten will. Wenn ich jetzt nur einen Widerstand mit einer LED oder so verlöten will, dann werde ich nicht zu einem 2 mm dicken Lötzinn greifen, weil ich da einfach viel zu viel Lötzinn habe. Wenn ich bedrahtete Bauteile mache, ganz egal, Buchsenleisten, Stiftleisten oder sowas, da empfehle ich einen 1 mm Lötzinn. Da reicht 1 mm super, da hat man eine anständige Menge Flussmittel in der Mitte drin. Das ist nämlich das Problem bei dünnerem Lötzinn, dass man dann eher weniger Flussmittel hat. Also man hat da eine anständige Menge Flussmittel in der Mitte drin und somit kann man das auch wirklich schön vernünftig verlöten. So, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen zum Lötkolben selber haben wir jetzt geklärt. Ich hoffe, da habe ich euch schon ein, zwei Tipps geben können, die ihr vielleicht noch nicht gewusst habt. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Jetzt geht's zum Löten selber. Wir fangen endlich mal an. Löten mal drauf los. Wir beginnen mit was Einfachem zu löten. Und zwar, wenn wir einen starren Draht haben, so einen Isolationsdraht, einen starren, so ein klassisches Teil, was man jetzt mit Kupfer vergleichen kann, auf einer Platine oder so, da müssen wir da ein paar Dinge beachten. Und zwar, das Allerwichtigste ist, ganz zuerst mal die Lötspitze reinigen. Da gebe ich euch ganz am Ende noch einen Tipp dazu. Wenn ihr die Lötspitze gereinigt habt, ist der erste Schritt, der wichtigste Schritt, ihr müsst auf diese Lötspitze, also dieser komische Schraubenzieher wird hier vorne warm, noch so als Nebentipp da nicht hinfassen. Diese Lötspitze erstmal mit ein bisschen Lötzinn benetzen, dass da ein Tropfen Lötzinn drauf ist. Warum? Wenn ihr die Lötspitze ohne Lötzinn verwendet, habt ihr quasi jetzt übertrieben mal diese Rundung von dem Kupferdraht. Und diese Rundung vom Kupferdraht kriegt als Gegensatz die Lötspitze. Und dann hat man hier quasi so einen ganz kleinen Punkt, wo nur eine Verbindung von der Lötspitze zu diesem Kupferdraht stattfindet. Und auf diesen ganz kleinen Punkt muss jetzt die ganze Wärme rüber. Und die Wärme sagt natürlich, ne, mag ich nicht. Also muss man erstmal ein bisschen Lötzinn drauf machen auf die Spitze, damit überhaupt, wenn da nämlich Lötzinn drauf ist, habe ich quasi die Spitze drauf liegen, links und rechts davon Lötzinn, dann habe ich einen größeren Wärmeübergang. Somit kriege ich die Wärme schneller aufs Kupfer drauf und somit wird aus Kupfer warm. Und somit kann ich es auch löten. Jetzt machen viele den Fehler, der nächste Fehler, den man macht. Naja, ich gebe jetzt hier anständig Lötzinn drauf auf die Spitze. Habe jetzt hier eine schöne Kugel Lötzinn drauf. Und mit dieser Kugel Lötzinn löte ich jetzt den Kupferdraht. Das kann auch schon mal funktionieren, dass ich den Kupferdraht jetzt so verlötet kriege. In der Regel benötigt man zum Löten aber immer ausnahmslos, habe ich euch schon mal gesagt, Flussmittel, damit das Lötzinn aufs Kupfer überhaupt fließt, damit das Kupfer vorbereitet wird und überhaupt diese Verbindung mit diesem anderen Metall, weil Kupfer und Zinn sind ja zwei verschiedene Metalle, damit das überhaupt diese Verbindung mal eingehen will. Deswegen der wichtigste Schritt, wenn ihr lötet, den Lötkolben leicht benetzen, damit wir einen guten Wärmeübergang haben, wie ich es gerade im Tipp vorher schon gesagt habe, und dann Lötkolben aufs Kupfer halten und gleichzeitig Lötzinn zugeben. Nur so stellt man sicher, dass man genügend Flussmittel auf das Kupfer kriegt und nur so stellt man sicher, dass man wirklich eine richtig schöne Lötstelle hinkriegt. Bei Litzen sieht das Ganze gleich aus. Wenn ihr eine Litze verlöten wollt, das wäre jetzt quasi eine Kupferleitung mit ganz vielen Einzeldrähten drin, wird die erstmal verdrillt. Und dann funktioniert es da genauso. Nicht erst den Lötkolben, anständigen Batzen Lötzinn drauf und dann versuchen hier zu verlöten und hoffen, dass das irgendwie funktioniert, weil das klappt nämlich nicht, sondern auch hier wieder Lötzinn und Lötkolben gleichzeitig zur Litze hin. Da braucht es in der Regel eine dritte Hand, damit es irgendwo eingespannt kriegt. Anders funktioniert das leider nicht. Ohne Flussmittel keine Chance. Man hat plötzlich eine Kapillarwirkung, das Lötzinn zieht es zum Teil sogar hinten in die Isolierung rein. Man hat eine echt richtig tolle Lötstelle. Und anders funktioniert das leider nicht. So, nun kommen wir auch schon zum letzten Fehler, den man machen kann, den viele Leute machen. Man hat
auch, wie gesagt, immer etwas Lötzinn auf dem Lötkolben drauf. Dieses Lötzinn sollte man auch drauf lassen, wenn man den Lötkolben in die Station steckt. Das ist ein großer Fehler, den viele machen, dass sie quasi das Lötzinn wegputzen und dann den Lötkolben in die Station stecken. Dann hat man eine nackte Lötspitze und die kann dann schneller oxidieren. Also das Lötzinn als Schutz einfach auf dem Lötkolben lassen und erst vorm Löten abputzen und nicht vorm Aufräumen abputzen. Und jetzt sind wir bei dem Hauptpunkt und bei dem größten Fehler, den viele machen, das Abputzen davor. Es gibt zwei Möglichkeiten, die was taugen, und das sind auch die zwei einzigen Möglichkeiten, die ich wirklich empfehle. Ich kenne das von vielen Leuten, die nehmen ein Messer, wenn die Spitze nicht mehr schön ist, und kratzen über die Spitze drüber, damit die wieder sauber wird. Oder noch schlimmer, es gibt Leute, die nehmen Schleifpapier. Die schleifen diese Spitzen sauber, das ist ein No-Go, also das bitte auf gar keinen Fall machen, diesen Fehler. Denn, ich habe es am Anfang vom Video schon mal gesagt, das sind spezielle Dauerlötspitzen heutzutage, durch die Bank alle Bleifreilötspitzen, sind für den Dauerbetrieb ausgelegt, außer ihr habt eine 10 Euro Billiglötstation, dann ist wieder eine andere Hausnummer, aber diese Spitzen sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Bedeutet, die halten das aus, weil die eine bestimmte Beschichtung drauf haben. Sobald die jetzt hier mit dem Schleifpapier dran geht oder mit dem Messer dran geht, ist die Beschichtung weg und die Spitze ist in der Regel nach wenigen Lötvorgängen, nach ein paar Stunden, wo die an ist, komplett kaputt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze vernünftig sauber machen kann. Hakko, deswegen liebe ich die Station, hat beides dabei. Einmal das Schwämmchen. Das ist eine sehr gute Methode mit einem feuchten Schwämmchen, dass man quasi ganz einfach drüber streicht und dann das Lötzinn von der Lötspitze runtergestrichen wird. Hat ein paar Vorteile: durch das kalte Wasser kühlt die Spitze ganz schnell kurz ab und es platzen auch diese ganzen Verunreinigungen in der Regel weg. Das ist eine tolle Sache. Ich mag das Schwämmchen mittlerweile überhaupt nicht mehr, denn das Schwämmchen ist, wie ihr hier gerade sehen könnt, immer trocken. Immer wenn ich es brauche, ist es trocken und ich habe nicht ein Wasser hier, dass ich das immer feucht machen kann. Normalerweise sollte man sich so ein kleines Fläschchen Wasser hinstellen, dann kann man es, destilliertes Wasser im Übrigen auch wichtig, dann kann man es immer wieder feucht machen. Ich persönlich verwende mittlerweile ausschließlich so gut wie nur noch diese Goldschwämmchen, weil die muss man nicht nass machen, die sind einfach so wie sie sind, funktionieren die. Und damit kann man einfach, also entweder reinstopfen oder so ein bisschen seitlich abschmieren, damit kriegt man die Lötspitze richtig, richtig, richtig toll sauber, bevor man dann wieder zur nächsten Lötstelle geht. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps geben können, die ihr noch nicht gewusst habt. Wenn ihr ein paar Tipps habt, die ich vielleicht in einem Video verteilen soll, damit andere auch was davon haben, weil ihr sagt, ja, der Tipp, der hat mich aber richtig viel weitergebracht, schreibt es einfach in die Kommentare rein, dann kann ich auch da mal ein Video drüber machen. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Abo bitte da lassen, YouTube braucht Abos. Ich würde mich wahnsinnig freuen, es ist momentan genial, was hier abgeht. Ich kriege richtig viele Abos. Vielen Dank dafür. Ansonsten einfach jede Woche reinschauen. Es gibt jetzt immer regelmäßig ein neues Video. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!